Herzlich willkommen zum Alex Talk. Mein Name ist Annegret Schwegmann. Ich bin Redakteurin der Westfälischen Nachrichten und freue mich darauf, mit Ihnen einen sehr interessanten Abend zu verbringen. Als ich zum ersten Mal von dem Thema hörte, Herz und Psyche und das Zusammenspiel der beiden, dachte ich mir, das ist hochinteressant. Licht ins Dunkel werden die Expertin des Abends bringen, Frau Professor Wasma von den Clemens Hospital, Expertin, ja, Kardiologin und Chefärztin, und Frau Professor Alfering, Chefärztin des Alexianer Krankenhauses in Münster. Es beginnt, Sie haben das so ausgemacht, Frau Wasma, ne? Ja, genau. Wir wollten das so machen, dass Sie zunächst sprechen und dann Fragen gestellt werden können. Ja, ich glaube, es bietet sich an, dass wir die Vorträge nacheinander machen und dann ins Gespräch gehen. Für das Publikum hier, wenn Sie eine Frage haben, bekommen Sie ein Mikro und dann können Sie sprechen. Und für das Publikum, das uns zuschaut, herzlich willkommen. Wäre schön, wenn Sie den Chat nutzen würden oder unsere Online-Adresse. Ja, dann fange ich mal an. Gerne. Sehr geehrte Damen und Herren, hier vor Ort und auch natürlich zu Hause, begrüße Sie auch ganz herzlich und freue mich über Ihr Interesse. Zusammenhänge zwischen Rhythmusstörung und Psyche ist heute das Thema, und wie Sie unseren verschiedenen Tätigkeiten entnommen haben, stammen wir aus zwei völlig unterschiedlichen Disziplinen und jeder wird natürlich jetzt ein bisschen das Augenmerk auf die eigene Thematik richten. Und zur Einführung, Herzrhythmusstörung und Psyche, möchte ich gerne mit einer Zeichnung beginnen. Da gibt es ja sicher keinen Zweifel, dass Rhythmusstörungen Stress verursachen, Sorgen, Angst verursachen. Diese Zeichnung habe ich einem Artikel entnommen, der 2014 veröffentlicht wurde von einem Elektrophysiologen aus Bremen. Elektrophysiologen sind die Kardiologen, die sich mit der Katheterbehandlung von Rhythmusstörungen beschäftigen. Und er hat viele Kinder und Jugendliche auch behandelt, und diese Kinder haben ihm häufig Zeichnungen gegeben. Und man kann dieser Zeichnung, ich habe das so ein bisschen auch daneben geschrieben, wahrscheinlich handelt sich um ein Mädchen, nach der Schrift habe ich das mal so angenommen, was sie für Empfindungen genannt hat. Also Tachykardie ist der Begriff für Herzrasen, sieht man schon, das ist ja ein Begriff, den 14-, 15-Jährige normalerweise nicht kennen. Also man sieht, dass das schon mal eine große Bedeutung hat. Man sieht hier an dem EKG, hier das normale EKG, und dann hier, dass der Puls ganz hoch wird und dann wird das wieder abgesenkt. Und man sieht auch hier, ich habe das hier nochmal aufgelistet, was sie hier geschrieben hat, eine Vorangst haben, Ruhe vor dem Sturm, auf der Lauer sein, erwarten und vor diesem unwillkürlichen Warten verrückt werden, Angst, berechenbar, unberechenbar, also sie weiß, dass das kommen wird, aber weiß nicht wann, und Erleichterung, wenn es dann wieder vorbei ist. Und das ist wahrscheinlich unabhängig davon, um welche Rhythmusstörung es sich handelt. Meine Aufgabe sehe ich jetzt heute vor allem darin, Ihnen einen Überblick über Rhythmusstörungen zu geben, denn in der Hoffnung, dass, wenn man so ein bisschen versteht, was das eigentlich ist und was das eigentlich bedeutet, dass man dann vielleicht auch schon etwas beruhigter ist. Deswegen werde ich darüber sprechen, was es für Rhythmusstörungen gibt, dann was für Untersuchungen man dafür machen kann, um erstmal überhaupt festzustellen, worum es sich handelt. Dann wollte ich kurz erklären, welche Mechanismen diesen Rhythmusstörungen zugrunde liegen, denn das ist auch sehr unterschiedlich, welche Beschwerden damit einhergehen. Und die gute Nachricht, es gibt auch Behandlungsmöglichkeiten, und auch die möchte ich kurz erläutern. Herzrhythmusstörung ist ein Oberbegriff, so wie Auto. Da gibt es ja auch, hat jeder jetzt so seine Vorstellung, was ja ein schnelles Sportwagen bis zu dem Familiencampingbus. Und es gibt eben ganz verschiedene Rhythmusstörungen, die sich einerseits hinsichtlich ihrer Ursache, also was Risikofaktoren für die Rhythmusstörung angeht, als auch dem Mechanismus unterscheiden, aber auch hinsichtlich ihrer prognostischen Bedeutung für den Patienten, also sind sie gefährlich oder nicht, oder welche Probleme bringen sie überhaupt mit sich, und auch hinsichtlich ihrer Behandlung. Welche Rhythmusstörungen gibt es? Es gibt einmal den zu langsamen Herzschlag. Definiert ist er als eine Herzfrequenz unter 60 pro Minute, wobei natürlich nicht jede Herzfrequenz unter 60 ein Problem ist. Wenn wir schlafen, nachts haben wir ganz langsamen Herzschlag. Das ist sehr gesund und das soll auch so sein. Problem ist es vor allem, wenn er Beschwerden macht, also wenn man sich nicht gut belasten kann deshalb oder ohnmächtig wird. Das sind oft singuläre Ereignisse, also die sich nicht ständig wiederholen,
Und in der Regel wird das dann auch, wenn es dann behandlungsbedürftig ist, wenn der Rhythmus nicht stimmt, mit einem Herzschrittmacher behandelt, wenn man je nach Ursache der zugrunde liegenden langsamen Herzschlages. Herzstolpern ist sehr verbreitet, häufig wird es auch gar nicht bemerkt. Manchmal macht es eben aber dieses Stolpern, was auch manchmal mit Angst und Sorgen einhergeht. Diese Extraschläge, die das verursachen können, aus dem Herzvorhof oder auch aus der Herzkammer kommen, was nicht automatisch bedeutet, dass es sich um eine gefährliche Problematik handelt. Dann das gutartige Herzrasen, was bei dieser jugendlichen Patientin vorgelegen hat, das letztlich harmlos ist, aber mit einer sehr schnellen Herzfrequenz einhergeht, klassischerweise so um die 180 pro Minute, manchmal auch 200 pro Minute, das ist ein bisschen altersabhängig, das werde ich gleich noch näher beschreiben. Dann Rhythmusstörungen, die bekannter sind, Vorhofflattern und Vorhofflimmern. Ich habe sie mal zusammen genannt, weil sie so ein bisschen miteinander auch verwandt sind. Und dann gefährliches Herzrasen, also Herzrhythmusstörungen aus der Kammer, die Kammerflimmern, Kammertachykardien. Sie werden sich alle an den dänischen Nationalspieler erinnern, der auf dem Fußballfeld bei der Europameisterschaft zusammengebrochen ist. Das sind sehr, sehr seltene Ereignisse und in der Regel treffen sie nicht auf herzgesunde Patienten zu. Und im Sinne unserer heutigen Veranstaltung, des heutigen Themas, wollte ich mich vor allen Dingen auf das gutartige Herzrasen konzentrieren und auf die häufige Vorhofrhythmusstörung, Vorhofflimmern und Vorhofflattern. Ganz kurz zur Einführung, damit man versteht, wie so ein Herz funktioniert. Das Herz besteht aus zwei Vorhöfen, dem rechten und dem linken, rechte Kammer, linke Kammer. Dazwischen befinden sich die Herzklappen. Die Vorhöfe haben eine Funktion vor allen Dingen als Reservoir. Und das, was das Blut in den Körper pumpt, sind die beiden Herzkammern. Und damit das sich nacheinander füllen kann, haben wir die Klappen sozusagen mit einer Ventilfunktion. Und diese Pumpe wird gesteuert vom elektrischen System. Das ist der Sinusknoten, der den Schrittmacher praktisch macht, also den Rhythmus vorgibt, den normalen Sinusrhythmus, der gibt das dann weiter, werden erst die Vorhöfe aktiviert, dann an den AV-Knoten. Der Begriff AV kommt von den lateinischen Begriffen für Vorhof und Kammer. Der liegt halt hier dazwischen und der gibt es dann weiter an die Kammern, sodass das Herz ganz geordnet pumpen kann. Und wenn es jetzt um Rhythmusstörungen geht, um die Diagnostik, dann steht die Klärung, was jetzt eigentlich zugrunde liegt, einerseits in der Schilderung der Beschwerden und dann in dem EKG, so sah das 1911 aus. Heute ist das moderner. Viele Patienten kommen bereits mit ihren Wearables, mit ihren Smartwatches. In allen Altersgruppen ist man manchmal überrascht und zeigen einem dann auf dem EKG, was für eine Rhythmusstörung zugrunde liegt. Die gibt es natürlich in teuer und in preiswert. Ansonsten gibt es noch Langzeit-EKGs, Belastungs-EKGs, die man als, und das normale Ruhe-EKG natürlich. Darf ich Sie ganz kurz fragen, wie aussagekräftig ist das, was man selber zu Hause diagnostiziert mit so einer Spezialuhr? Das ist schon sehr gut. Man kann das ja hier an der an dieser EKG-Aufzeichnung auf so einer Uhr sehen. Da gibt es verschiedene Modelle, die eine sehr gute Aufzeichnungsqualität haben und die auch dafür zugelassen sind, dass tatsächlich auch damit, wenn man eine Dokumentation benötigt, dass man das anwenden kann. Dann ist es manchmal notwendig, weitere Untersuchungen durchzuführen und vor allen Dingen, um herauszufinden, ob jemand eine zugrunde liegende Herzrhythmusstörung hat. Dazu gehört vor allen Dingen die Bildgebung. Also hier habe ich mal den Herzultraschall aufgeführt. Das ist natürlich das, was am einfachsten verfügbar ist. Spezielle Fragen kann man auch mit dem Herz-MRT oder dem Herz-CT beantworten. Und dann letztendlich die elektrophysiologische Untersuchung. Das ist das, was ich so täglich mache. Und die Katheterablation, also das ist meistens in Kombination die Untersuchung mit einer Behandlung, um die Rhythmusstörung selber anzugehen. So sieht das aus, so ein Katheterlabor, das ist jetzt das Katheterlabor in dem Clemens-Hospital. Man sieht hier große Bildschirme, die Röntgenanlage, den Untersuchungstisch und die entsprechenden Anlagen und Monitore. Das Grundprinzip ist, dass über die Leistenvene Katheter ins Herz gelegt werden an bestimmte Stellen. Das ist je nach Rhythmusstörung, die zugrunde liegt, auch ein bisschen unterschiedlich. Und über diese Katheter kann man dann Signale ableiten und kann dann auch das Herzrasen, wenn es notwendig ist, bei manchen Rhythmusstörungen braucht man das nicht, aber bei dem gutartigen Herzrasen gibt es verschiedene Möglichkeiten und das kann man dann anhand dieser Katheter und der Signale und bestimmter Manöver, wenn man das ausgelöst hat, herausfinden, um welchen Mechanismus es sich genau handelt, um den dann auch zielgerichtet zu behandeln.
Vom Mechanismus her ist es so, dass Rhythmusstörungen in den allermeisten Fällen auf Kreiserregungen beruhen. Es gibt auch Rhythmusstörungen wie beispielsweise Stolperer, die auf zusätzlichen Impulsgebern beruhen. Aber Kreiserregungen, das ist der führende Mechanismus. Und hier wollte ich einmal anfangen mit dem gutartigen Herzrasen, das in gekennzeichnet ist durch einen plötzlich auftretenden, sehr schnellen Herzschlag, der eine regelmäßige Herzschlagfolge hat, wie das Rattern einer Nähmaschine. Wie gesagt, die Frequenz ist häufig zwischen 180 und 200 pro Minute. Woher das kommt, zeige ich gleich an dem Schema, und das ist auch ein bisschen altersabhängig. Das kann in verschiedensten Situationen auftreten, aus völliger Ruhe heraus, vom Sofa sitzend, fängt das plötzlich an zu rasen. Manchmal tritt es nach einer körperlichen Anstrengung auf oder auch währenddessen. Wieso das so ist, zeige ich gleich. Die typische Dauer wäre so eine halbe Stunde, es kann aber auch kürzer sein oder auch mehrere Stunden anhalten und kann durch bestimmte Manöver auch beendet werden. Manche Patienten bekommen das dann auch über den langen Zeitraum heraus oder sie bekommen diese Manöver irgendwann genannt. Und in der Regel sind die Menschen, die das haben, herzgesund, und letztlich sind alle Altersgruppen betroffen. Das häufigste ist, dass es sich um eine Kreiserregung innerhalb dieses AV-Knotens handelt. Also Kreiserregung, hatte ich gesagt, der häufigste Mechanismus. Und dann kreist das hier so lange, wie dieser Knoten, wie die beteiligten Strukturen das können. Das ist ein Kreis zwischen einem langsamen und einem schnellen Leitungsweg, die funktionell vorhanden sind. Und im EKG, wenn man eins bekommt, sieht man dann dieses schnelle, regelmäßige Herzrasen, was eben dieser Rhythmusstörung dann, was sie bedingt. Eine zweite Möglichkeit ist eine angeborene Leitungsbahn. Die ist, wie gesagt, angeboren, also vom Mechanismus etwas anders. Die ist manchmal im EKG sichtbar. Dann wird sie auch als WPW-Syndrom bezeichnet. Das ist manchmal etwas ungenau, aber so, dabei belassen wir es jetzt mal. Dann hat man also zusätzlich zu dem Knoten auch noch so eine Leitungsbahn, die dann im EKG unter Umständen sichtbar ist, wenn sie vom Vorhof auf die Kammer leitet. Und sie kann auch zu einem Herzrasen führen, was dann nicht hier im Knoten kreist, sondern zwischen dem Knoten und dieser Leitungsbahn kommt es dann zu diesem größeren Kreis. Und auch hier, das ist auch so eine EKG-Aufzeichnung, wo das gerade hier endet, ne, von einem jugendlichen Patienten in dem Fall, wo das hier sehr schnell rast, kann man sehen, das sind ungefähr 180 pro Minute, und hier ist dann wieder der normale Rhythmus mit 75 pro Minute zu sehen. Darf ich Ihnen ganz kurz noch eine Zwischenfrage stellen? Ja. Man kann dieses gutartige Herzrasen durch verschiedene leichte Methoden wieder beenden. Kann man auch vorbeugend tätig werden? Nein. Die seltenste Form, also diese erste Form im Knoten, das sind ungefähr 75%, diese Leitungsbahnen sind so knapp 25%, die seltenste Form sind so Zündkerzen. Diese Patienten haben öfter längere Episoden oder mehrfach tägliche Episoden, die Frequenz ist auch in der Regel nicht so hoch. Also man kann das so ein bisschen an der Beschreibung auseinanderhalten, aber oft eben auch erst im Rahmen dieser Untersuchung. Zu diesen Vorhofrhythmusstörungen gehört auch das Vorhofflattern, deswegen habe ich es hier schon mal mit erwähnt. Das Vorhofflattern ist eine Kreiserregung im Vorhof. Die häufigste typische Form kreist um die Klappe hier im rechten Herz. Und diese Rhythmusstörung ist mit dem Vorhofflimmern sozusagen verwandt. Das sind die ähnlichen Risikofaktoren, die dazu führen. Welche das sind, erkläre ich gleich auch noch. Und diese Rhythmusstörung kann anfallsweise kommen, also kommen und gehen, ist aber häufig auch anhaltend, weil das ein sehr stabiler Kreis ist. Wie beim Vorhofflimmern gibt es ein erhöhtes Schlaganfallrisiko, abhängig von anderen Risikofaktoren, sodass man neben der Behandlung der Rhythmusstörung selbst auch klären muss, ob der Patient eine Blutverdünnung benötigt. Die Katheterablation ist eine sehr schöne Möglichkeit, all diese bisher genannten Rhythmusstörungen zu behandeln, mit einer sehr hohen Erfolgsrate, die so in der Größenordnung von 95% liegt, zum Teil drüber. Und gezielt wird dabei mit einem Katheter der Teil behandelt, der für diese Rhythmusstörung verantwortlich ist. Also bei einer angeborenen Leitungsbahn die Leitungsbahn, bei dem Kreisen im Knoten ein Teil, der an dieser Kreiserregung beteiligt ist. Beim Vorhofflattern wird eine Linie gezogen, 90 Grad zu dem Kreis um die Klappe. Deswegen ist das wegen der hohen Erfolgsrate, des relativ niedrigen Risikos, ist das die Therapie der ersten Wahl schon seit vielen Jahren. Und wenn das mich möchte oder andere Gründe dagegen sprechen, kann man Medikamente einsetzen.
Ich möchte jetzt kurz über Vorhofflimmern sprechen, denn das ist die Rhythmusstörung, die am häufigsten ist und natürlich auch meistens dann das größte Interesse hervorruft. 2-4% der Erwachsenen sind geschätzt davon betroffen und in Deutschland allein 1,8 Millionen Menschen, also wenn sie Vorhofflimmern haben, sind sie in sehr guter Gesellschaft. Von den 55-Jährigen wird jeder dritte Europäer Vorhofflimmern bekommen. Männer sind insgesamt häufiger betroffen als Frauen in allen Altersgruppen hinweg. Erst in dem hohen Lebensalter bei 80, 90 Jahren gleicht sich das an, was vielleicht auch an der unterschiedlichen Lebenserwartung liegt. Sie sehen, dass bis 2060, wir befinden uns jetzt hier ungefähr, die Zunahme noch deutlich drastischer ist, um das mehr als Zweifache wird erwartet, dass noch mehr Menschen Vorhofflimmern bekommen, was insbesondere daran liegt, dass die Menschen immer älter werden. Und das Risiko für Vorhofflimmern steigt mit der Anzahl der vorhandenen Risikofaktoren. Es gibt eine ganze Reihe an Risikofaktoren, die Vorhofflimmern begünstigen und hohes Lebensalter ist einer davon. Ganz kurz noch eine Frage, ist das eine Zivilisationserscheinung, eine Erscheinung der reichen westlichen Länder? Ja, es ist, die Karte habe ich jetzt nicht gezeigt, aber es ist tatsächlich so, dass in den Nordamerika, Europa ist das natürlich mehr verbreitet als in anderen Ländern, wobei das auch etwas möglicherweise zum Teil auch vielleicht damit zu tun hat, dass es nicht überall gleichmäßig danach gesucht wird. Aber es ist auf jeden Fall auch ein Wohlstandsproblem. Das sieht man jetzt hier auch an diesen Risikofaktoren für Vorhofflimmern. Also Männer sind häufiger betroffen als Frauen, das hatte ich schon gesagt. Alter ist ein sehr starker Risikofaktor. Und dann zu Ihrer Frage, ne, das Thema Lebensstandard und Risikofaktoren, die sich daraus ergeben, also das Übergewicht und aus dem Übergewicht jede Menge Folgeerkrankungen, also die Schlafapnoe, dass jemand im Schlaf nicht richtig atmet, dann Zuckerkrankheit, Bluthochdruck, die Herzerkrankungen, also die Blutungsstörungen am Herzen, körperliche Inaktivität, allerdings auch intensiver Sport, also Ausdauersportler, Rennradfahrer, Marathonläufer haben auch ein erhöhtes Risiko. Alkoholkonsum spielt eine Rolle. Es gibt natürlich auch genetische Faktoren, aber die kennt man gar nicht so gut. Also die häufigsten Dinge sind eigentlich Übergewicht, Bluthochdruck und höheres Lebensalter. Was ist Vorhofflimmern? Vorhofflimmern bedeutet, dass hier auf Vorhofebene die Erregung völlig chaotisch ist. Ich hatte vorhin ja gesagt, dass der Sinusknoten hier normalerweise den Takt ganz geordnet übergibt und an der V-Knoten dem dann folgt und wenn ein regelmäßiger Herzschlag resultiert. Beim Vorhofflimmern ist hier auf Vorhofebene völliges Durcheinander mit einer sehr hohen Frequenz, also sehr schnell. Und dieser Knoten hier ist quasi ein Filter. Und er lässt nicht alle Erregungen von hier oben durch. Das wäre nämlich gefährlich auch, wenn es dann so schnell schlägt. Aber dieser Mechanismus erklärt, warum beim Vorhofflimmern der Herzschlag immer unregelmäßig ist, weil das hier oben unregelmäßig ist. Und dadurch, dass es so unregelmäßig ist, ist auch die Füllung der Kammern entsprechend unterschiedlich und auch der Puls stark, unterschiedlich stark. Also wenn Sie dann den Puls fühlen bei Vorhofflimmern, haben Sie mal kräftigere Schläge und mal schwächere Schläge. Und dieser Knoten kann häufig schneller leiten als dieser Knoten und deshalb ist der Puls oft viel höher, als man das im normalen Rhythmus gewohnt ist. Im EKG ist ganz klassisch der unregelmäßige Herzschlag mit diesen großen Ausschlägen und dazwischen kann man eben keine geordnete Vorhofaktivierung erkennen. Vorhofflimmern ist eine fortschreitende Rhythmusstörung. Initial sind die Episoden selten, halten kurz an, werden manchmal auch gar nicht wahrgenommen und dann wird das über die Zeit immer mehr, immer länger und bis jemand nur noch Vorhofflimmern hat. Und die Rhythmusstörung selbst ist nicht lebensbedrohlich. Es kommt ja immer wieder vor, dass Patienten auch mit dem Rettungswagen in die Klinik gebracht werden wegen des Vorhofflimmerns. Es ist kein medizinischer Notfall, also gibt es sicher Ausnahmen, aber in der Regel ist das nicht der Fall. Aber wenn man Vorhofflimmern nicht behandelt, ist eben das Risiko für den Schlaganfall oder für eine später sich entwickelnde Herzschwäche möglicherweise erhöht und deshalb sollte man es behandeln. Welche Beschwerden kann man haben? Das gibt es eine ganze Bandbreite. Viele Menschen schildern, dass sie während dieser Vorhofflimmer-Episoden in ihrer Belastbarkeit eingeschränkt sind. Sie empfinden Luftnot, Herzklopfen, dieses Unregelmäßige, können schneller schwitzen, haben oft auch Angst durch diesen ungewohnten Rhythmus. Viele haben auch einen Druck auf der Brust. Manchmal kommt es auch zu Wassereinlagerungen im Körper.
Aber viele sind auch völlig beschwerdefrei. Also gerade ältere Patienten merken das Vorhofflimmern gar nicht. Ich kenne aber auch eine ganze Reihe jüngerer Patienten, die zum Teil auch Marathon damit gelaufen sind, die das gar nicht wahrnehmen. Also warum manche Menschen das merken und manche nicht, das weiß man letztendlich nicht. Was sind die Behandlungsziele bei Vorhofflimmern? Das Wichtigste aus prognostischer Sicht ist das Schlaganfallrisiko den Schlaganfall zu verhindern. Das heißt, zunächst muss man sich bei jedem Patienten fragen, ist das Schlaganfallrisiko erhöht? Und wenn das der Fall ist, wird man mit einer Blutverdünnung beginnen. Dann das Thema Beschwerden lindern, man lässt sich die Beschwerden schildern. Im Wesentlichen muss man erstmal die Herzfrequenz senken. Das macht man, indem man diesen AV-Knoten bremst mit Medikamenten. Und das führt dann meistens schon dazu, dass das nicht mehr ganz so stark wahrgenommen wird. Und das nächste Ziel wäre dann, den normalen Rhythmus, den Sinusrhythmus wiederherzustellen und auch zu erhalten. Und wichtig ist, das wird auch zunehmend betont, Sie hatten das schon gesagt, mit der Wohlstandserkrankung, Begleiterkrankungen und Risikofaktoren müssen auch mitbehandelt werden. Also das heißt, ein Bluthochdruck muss gesenkt werden, Gewicht sollte idealerweise reduziert werden und eben die ganzen Faktoren, die ich eben genannt habe, die man verändern kann, Alkoholkonsum gehört zum Beispiel dazu, die sollte man nach Möglichkeit angehen, um die Wahrscheinlichkeit für Vorhofflimmern zu senken und auch die Behandlungsaussichten zu verbessern. Weil das ein großes Thema ist, habe ich hier kurz einmal aufgeführt, wie die Blutverdünnung funktioniert oder wie man das Risiko ermittelt. Da gibt es einen Risikoscore, wo man eben verschiedene Risikofaktoren berücksichtigen muss, ob jemand eine Herzschwäche hat, Bluthochdruck, das Alter, Zucker, schon ein vorhandener Schlaganfall, Gefäßerkrankung, weibliches Geschlecht. Und daraus errechnet sich dann ein Punktescore. Und nach diesem Punktescore gibt es dann Empfehlungen, ab wann eine Blutverdünnung einzunehmen ist. Bei Männern ist das bei einem Punkt bereits der Fall. Bei Frauen, das Frausein alleine ist jetzt kein Risikofaktor, aber in Kombination mit einem der Risikofaktoren wird es dann einer. Das heißt, wenn Sie einen dieser Risikofaktoren haben, wird man Ihnen eine Blutverdünnung schon nahelegen. Und wenn Sie dann noch mehr haben, dann wird es sicher empfohlen. Beschwerden lindern, da gehören einmal die Medikamente dazu, hatte ich schon eben erwähnt, meistens Beta-Blocker, den Rhythmus wiederherstellen, wenn das gar nicht von alleine aufhört, dann bedeutet das, dass man meistens eine Kardioversion macht, das heißt mit so einem Elektroschock in Kurznarkose den Rhythmus wiederherstellt. Das selber ist erstmal keine Kunst, das Problem ist, dass das Vorhofflimmern wiederkommt, wir wissen nicht immer wann und dann muss man also den Rhythmus stabilisieren. Das geht mit Medikamenten, die heißen dann Antiarrhythmika, also die sich speziell um den Rhythmus selber kümmern oder man kann das mit einem Kathetereingriff machen. Dieser Kathetereingriff hat das Ziel, die Lungenvenen, die in den linken Herzvorhof einmünden, elektrisch zu isolieren. In diesen Lungenvenen sitzen häufig Zündkerzen, die dieses Vorhofflimmern starten und unterhalten. Und die Isolation dieser Lungenvenen, das ist der Baustein, der wesentliche des Rhythmuserhaltes und das Ziel dieses Kathetereingriffs. Das sind nur mal so Bilder, wo man hier sieht, dass man diese Signale eben dann auch durch die Behandlung, dass sie verschwinden. Das ist dann diese elektrische Isolierung. Das heißt, man kann das auch kontrollieren. Das ist ja oft für Patienten auch so, dass man gar nicht weiß, was machen die denn da eigentlich. Ich will Ihnen nur zeigen, dass das alles etabliert. Wir machen da wirklich was und kontrollieren das hinterher auch. Ne? Ich möchte an dieser Stelle überleiten zu Frau Professor Alfring, die jetzt gleich aus ihrer Perspektive auf die Rhythmusstörung gucken wird unter dem Thema eben Psyche oder Stress und Rhythmusstörung. Diese Abbildung, die werden Sie gleich auch nochmal sehen aus einer ganz aktuellen Arbeit, wie der Zusammenhang ist hier in diesem Fall zwischen Vorhofflimmern und Stress, dass eben der Stress wiederum zu diesen Lebensstilfaktoren führt, dass viele über Alkoholkonsum oder auch vermehrte Nahrungsaufnahme eben vielleicht versuchen, ihren Stress bekämpfen. Und daneben führen viele andere Faktoren dazu, dass das Vorhofflimmern begünstigt wird und andererseits führt das Vorhofflimmern eben auch dazu, dass man Angst und Stress entwickelt. Und ich hoffe, dass ich Ihnen durch die Erklärung, dass Sie verstehen jetzt, was das überhaupt ist, diese Rhythmusstörung, vielleicht ein bisschen in der Sorge befreit sind, dass es da immer um was Lebensbedrohliches geht und möchte nochmal den Kreis schließen mit einer weiteren Zeichnung aus dieser Serie. Auch hier ging es wieder um so eine Kreiserregung. Keine Sorge mehr und keine Angst vor dem Herzrasen. Das Ziel ist, die Rhythmusstörung zu behandeln und damit diesen Stressfaktor loszuwerden und hier in diesem Fall Spaß ohne Angst vor dem Herzrasen, hier Trampolin springen ist wieder möglich.
Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz kurz eine Frage. Gibt es jetzt schon Fragen im Publikum, ehe wir weiterleiten? Dann machen wir das nachher. Prima. So, auch von meiner Seite guten Abend und danke für Ihr Interesse, auch zu Hause guten Abend. Ich glaube, wir müssen den Ton ein bisschen leiser stellen, habe ich den Eindruck, oder passt das so für Sie? Ist in Ordnung? Ja, schön. Ich würde jetzt das Thema Psyche beleuchten. Psyche, das ist ja ein ganz verwaschener Begriff, aber jeder hat so seine eigene Idee dazu. Wie kommen wir jetzt auf die Idee, dass überhaupt Rhythmusstörungen und ich möchte mich gerne auf Vorflimmern fokussieren, etwas mit der Psyche zu tun haben sollen? Das heißt, ich möchte über einen Patienten berichten, das ist der Herr P., der ist 62 Jahre, der hat beschrieben, dass er im Außendienst tätig ist, früher so ein Hans Dampf in allen Gassen, immer auf Achse, ich war in jedem Verein und war immer dabei, ganz an vorderster Front und das ist so jemand, wenn Sie auf der Autobahn fahren, mit einem normalen Tempo, der dann hinter Ihnen fährt und blinkt. Also so muss man sich ihn vorstellen. Und der hat dann erzählt, Erstdiagnose, Vorflimmern 2022. Und er sagt, danach hat sich viel geändert. Also die Stimmung war zunehmend gedrückt. Er war in Sorge. Der hat immer gedacht, wenn er jetzt Sport macht, dann wird das ganz gefährlich für ihn. Sein Herz könnte jetzt aus dem Rhythmus kommen. Er fühlt sich nicht mehr leistungsfähig, nimmt am Vereinsleben nur noch selten teil. Schlaf ist schlechter, er grübelt viel. Klassisch, also als das, was hier beschrieben ist, erkennen wir schon depressive Symptome bei dem Patienten. Das möchte ich nur mal als Anstoß Ihnen darstellen, diesen kleinen Fallbericht, dass da tatsächlich was dran sein könnte. Und historisch ist es so, dass es ein großes Einverständnis gibt, dass man sagt, naja, Vorflimmern in dem Fall, da gibt es ein Zusammenhang, dass man weiß, wenn es diagnostiziert wird und dass es ein Outcome, das heißt ein Ergebnis oder eine Folge kann durchaus auch etwas Depressives sein, es können Ängste sein, wenn man nicht sofort zur Kollegin Professor Wassmer geht und sich behandeln lässt. Also das ist eigentlich allgemein, würde ich sagen, akzeptiert. Ein bisschen ungewohnter ist die Vorstellung, der Weg zurück, also dieses Bidirektionale in beide Richtungen, dass man sagt, hat die Psyche denn auch was damit zu tun? Kann es denn sein, dass bestimmte psychische Voraussetzungen den ein oder anderen jetzt prädestinieren zum Vorflimmern? Ganz gewagte Theorie einer Psychiaterin, ich sage das ganz vorsichtig. Und ich möchte Ihnen aber trotzdem dazu einige Erkenntnisse und Studien vorstellen. Ganz wichtig ist mir, ich habe die Studien so jetzt zusammengefasst, dass wir auf dieses Thema fokussieren. Also natürlich werden Sie jetzt nicht jedes Detail dieser Studien hören, sondern nur das, was für diese Dinge, die für dieses Thema wichtig sind. Es gibt die sogenannte Gutenberg-Studie, wie der Name schon sagt, aus Mainz. Die haben sehr viele Menschen untersucht. Die haben 10.000 TeilnehmerInnen mit einem Durchschnittsalter von 56 Jahren untersucht, über eine lange Zeit, aber haben initial ganz am Anfang auch Fragebogen ausgeteilt. Es waren alles Teilnehmer, die erstmals jetzt nicht erkrankt waren, keine Vorerkrankungen erstmal hatten in der Richtung und die haben die untersucht, haben Fragebögen ausgeteilt. Mit Fragebögen ist es ja immer so eine Sache. Aus einem Fragebogen kann man keine Diagnose stellen. Sie kennen das aus einer Zeitschrift, es wird irgendwas angekreuzt, man denkt, ups, das habe ich ja. Und so ist es natürlich nicht. Ich zeige Ihnen jetzt mal den Fragebogen. Da wurde gefragt, das ist ein ganz einfacher Screening-Fragebogen zur Erfassung von depressiven Symptomen. Und der bezieht sich aber schon recht konkret auf depressive Symptome. Also, wenn wir das jetzt mal zeigen, wie oft fühlen Sie sich im Verlauf der letzten 2 Wochen durch die Beschwerden beeinträchtigt? Ich habe wenig Interesse oder Freude, entweder gar nicht oder jeden Tag. Niedergeschlagen, Schwermut, gar nicht oder jeden Tag. Schlafstörungen kommen hier, die Müdigkeit, also die Antriebsminderung, keine Energie. Der Appetit ist verändert, die Meinung, also das Insuffizienzerleben, die Meinung über sich ist auch verändert. Konzentrationsschwierigkeiten finden wir hier, Zeitung lesen geht nicht mehr so. Viele Patienten berichten, ich kann jetzt nicht mehr so ein Buch lesen oder das geht schlechter. Unruhe und dann gibt es auch dann natürlich die Suizidgedanken, die sein können. Also dieser ganz einfache, nur 9 Fragen, Fragebogen ersetzt nicht die Diagnosestellung einer Depression. Aber es sind depressive Symptome.
Und was hat man daraus festgestellt in dieser Studie? Unter anderem das, was die Kollegin schon gesagt hat. Menschen mit Vorflimmern sind im Durchschnitt älter gewesen in dieser Studie. Es waren mehr Männer als Frauen, das haben wir schon gehört. Es gab häufiger kardiovaskuläre Risikofaktoren, darüber hat sie auch gesprochen. Also Gewicht, Blutfette, Blutzucker. Es gab, und das ist aber ein fragliches Thema nochmal, erhöhte CRP-Werte, also ist der Entzündungswert, das wird ihr Hausarzt auch in einem oder anderen Fall messen, und häufiger Depressionen. Aber das Entscheidende war in der Studie, dass wenn die Anzahl der depressiven Symptome gezählt wurde und die Schwere der Depression anhand dieses Scores, dann hat man gesehen, dass tatsächlich das da ein, und das wurde statistisch berechnet, es wurde alles, also das Alter rausberechnet und viele andere Parameter, hat man gesehen, dass das Vorflimmern, dass es damit verbunden und assoziiert ist. Also je mehr depressive Symptome, desto mehr Vorflimmern, mal platt gesagt. Also da hat man so eine Idee gehabt. Es gibt zahlreiche andere Studien dazu, auch größere Studien. Aber ganz wichtig ist, dass das auch Eingang jetzt in die Leitlinien für Vorflimmern oder die Leitlinien der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie gefunden hat. Nur insofern, dass man gesagt hat, was können Folgeerkrankungen sein? Und Folgeerkrankungen, und da haben wir schon sehr viel jetzt gehört, ich möchte jetzt nur auf die Depression eingehen, Folgeerkrankungen können sein von Vorflimmern auch Depression. Also auch da hat sich das gefunden, oder depressive Symptome in 16 bis 20, 17 bis 20 oder auch es gibt Studien, die auch von etwas weniger sprechen. Und hier wird extra auch erwähnt, also die Suizidgedanken, die da eine Rolle spielen können. Ganz wichtig, es heißt nicht, dass jeder Mensch mit Vorflimmern sowas entwickelt, keinesfalls. Nur es geht nur darum, für vielleicht eine bessere Beobachtung und eine höhere Sensitivität für dieses Thema Depression, depressive Symptome im Zusammenhang mit Vorflimmern. Es gibt es natürlich auch Stress. Stress ist eine ganz schwierige schwierig zu definieren, weil es gibt Stress in der Mechanik, es gibt Stress in der Psychologie und jeder von uns hat ein anderes Bild vom Stress im Kopf. Also bei dem einen kann es sein, eine berufliche Belastung, beim anderen der Maulwurf im Garten, also es gibt eine ganz breite Palette. Aber es ist so, wir wissen, dass schwere Ereignisse, so wie Erdbeben, Krieg, natürlich für eine ganze Gesellschaft ein enormer Stressfaktor sind. Und die Frage ist, kann denn auch Stress vorflimmern auslösen oder das begünstigen? Und jetzt mal zur Begriffsklärung erstmal. Stress ist einmal die Beanspruchung, also die psychologische Definition eines Organismus durch innere Reize. Es kann auch eine Erkrankung sein, können wir gut nachvollziehen. Äußere Reize können alle möglichen Stressfaktoren sein, Stressoren, die auf den Menschen einwirken. Also es können Belastungen sein, die von außen wirken und eine Stressreaktion auslösen. Sprich, wenn Sie mit einem Stressor konfrontiert sind, wird Ihr Körper oder Sie selbst werden in irgendeiner Weise reagieren. Das heißt, das ist dann die Stressreaktion. Man weiß, dass der Hautwiderstand steigt, der Puls hochgeht. Das ist dann die Fight-and-Flight-Reaktion. Die war früher evolutionär sicher sinnvoll, um sich jetzt vor einem bedrohenden Löwen, Tiger, Bär zu retten. Und heute kommt es natürlich auch in Kontexten, wo es nicht mehr sinnvoll oder gut gesund ist. Also es kommt zu einer Reaktion des Individuums. Und da gibt es die ganz berühmte Stressampel. Ich will das einfach mal, die kennt jeder Psychologiestudent schon gleich am Anfang. Also es gibt die sogenannten Stressoren, über die wir gesprochen haben. Jetzt beruflich gedacht haben wir hier zum Beispiel, wenn Sie im Beruf irgendwas machen wollen und Sie werden ständig gestört, dann werden Sie 5-mal angerufen, wissen Sie, müssen es aber in einer halben Stunde fertig machen oder am besten schon gestern. Dann die Leistungsanforderungen, die sind, dann muss es auch noch ganz toll sein. Das kennen ja viele Menschen im Beruflichen. Und dann gibt es die persönlichen Stressverstärker, wie man darauf reagiert oder wie die Persönlichkeit ist. Also Perfektionismus, Ungeduld, Einzelkämpfertum, das sind alles Dinge, die unter Umständen das verstärken können, das Stressempfinden. Und dann kommt es zu einer Stressreaktion. Der eine schwitzt, der andere kann sich nicht mehr konzentrieren, die andere sagt, jetzt bin ich ganz flatterig. Oder es gibt natürlich auch Mechanismen, so Coping-Mechanismen, die gar nicht so gut sind. Es wird mehr getrunken, es wird vielleicht mehr geraucht und es wird unter Umständen weniger geschlafen. Und dann wird es oder kann es auch chronifizieren und dann kann es unter Umständen auch zu Erschöpfung, Depression oder einer Erkrankung führen.
Jetzt, wir sind uns alle darüber einig, dass eine Situation von Krieg oder ein Geschehen von Krieg wirklich eine überdimensionale Stressreaktion induzieren sollte. Und da gibt es eine große Studie in den USA, die haben die gemacht mit Kriegsveteranen, mit Männern und Frauen und haben über 1 Million Menschen untersucht, die ungefähr 30 Jahre alt waren. Es gab eine Altersspanne, die im Krieg waren. Und haben die über 13 Jahre untersucht und haben untersucht, ob diese Menschen eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln. Es ist etwas, wenn man traumatisiert ist, wenn Menschen traumatisiert sind, das nicht verarbeiten und dann eine Belastungsstörung langfristig entwickeln. Die können jetzt mehr schreckhaft sein. Da gibt es manchmal Geräusche, die das auslösen kann. Die haben manchmal ein Gefühl von Taubheit und andere Symptome. Das ist die sogenannte posttraumatische Belastungsstörung oder PTBS. Über 13 Jahre wird es untersucht, Menschen, Veteranen, die entweder keine PTBS entwickeln oder die PTBS entwickeln. Und da ist die Frage, ist da ein Zusammenhang? Ist da ein Zusammenhang zwischen diesem traumatischen Ereignis und dem Entwickeln von Vorhofflimmern? Und tatsächlich, das war ein dramatischer Zusammenhang, der beobachtet wurde. Und zwar, Sie müssen sich natürlich überlegen, das sind ganz verschiedene Menschen, die untersucht werden. Männer, Frauen, unterschiedliches Alter. Das kann man alles statistisch berücksichtigen. Und es wurde berücksichtigt und auch die Risikofaktoren für kardiovaskuläre Erkrankungen. Also Diabetes, Blutzucker, Blutfette erhöht. Das wurde alles berücksichtigt, weil sonst wäre es ja nicht mehr eine gute Berechnung. Und man hat gesehen, dass das Vorhofflimmern um 13%, das zu entwickeln, durch diese Nachtraumastörung, posttraumatische Belastungsstörung erhöht ist. Man sieht es hier an dieser Kurve. Hier ist die rote Kurve, sind die Menschen, die keine Belastungsstörung hatten. Und die blaue Kurve sind die Menschen, die eine Belastungsstörung hatten, die mehr Vorhofflimmern entwickeln im Verlauf von 8 Jahren. Und das war schon mal eine sehr wichtige Studie, die mal sagt, was man auch bei Erdbeben zum Beispiel, nach dem japanischen Erdbeben, da gab es viele Menschen, die auch Ableitungen hatten oder die Variables, wie Frau Professorin Wassmer berichtet hat, da hat man auch sowas gesehen, also auch in San Francisco. Und da gibt es natürlich große Ereignisse, in denen das da der Zusammenhang gezeigt wird. Darf ich ganz kurz etwas dazwischen fragen? Hat das zu spontanen Reaktionen ärztlicherseits geführt, wenn mit Gewissheit anzunehmen war, dass das Risiko von Vorhofflimmern steigt? Ja, sagen wir es so, also dass Stress ein Faktor ist, das ist allgemein bekannt. Und es gibt natürlich auch umfassende Empfehlungen, dass man Stress mindert. Also das ist irgendwas, was wir überlesen, was wir alle wissen, das ist nicht gesund. Es gibt sogar auch es gibt Studien tatsächlich auch zu Arbeitsbelastung. Also wenn Menschen ganz viel arbeiten, über 55 Stunden oder unter 40 Stunden, auch da weiß man schon, dass da gibt es eine wirklich ganz solide Studie, dass es unter Umständen einen Zusammenhang gibt. Und das ist ein wichtiges Thema. Also Stressumgang allgemein auch zur Prävention von Depressionen und so weiter. Aber Stress ist nicht für jeden das Gleiche. Gibt es jetzt einen Zusammenhang von Gefühlen, Emotionen oder dem Affekt jetzt auch unmittelbar? Das ist ja das, was so die täglichen Ärgernisse oder die täglichen Freuden, die man so im Leben hat. Gibt es da denn einen Zusammenhang, einen unmittelbaren? Und das ist eine Studie, ich habe die mal rausgenommen, weil die, auch wenn es ganz wenige Teilnehmer waren, nur 95, die ich trotzdem interessant fand. Da war es nämlich so, dass man gesagt hat, bitte schreiben Sie an alle 95 jeden Tag ein Tagebuch. Und zwar jetzt nicht alles Mögliche, sondern wie es mit den Gefühlen aussieht. Das war standardisiert. Gab es denn Gefühle von Ärger? Also es ging über ein ganzes Jahr täglich. Und sobald die Menschen, die dabei waren, die untersucht wurden, die hatten paroxysmales oder immer wieder mal Vorhofflimmern, das war bekannt, sobald die gesagt haben, so jetzt tritt das wieder auf, haben die über ihr Variables wurde das EKG abgeleitet, es wurde monatlich ein EKG durchgeführt und diese ganzen Protokolle, das waren dann 14.000 Protokolle, die wurden dann ausgewertet über die Stimmung in der halben Stunde vorher. Also wie war die Stimmung 30 Minuten, bevor das Vorhofflimmern aufgetreten ist? Waren die Menschen glücklich? Waren die Menschen gestresst? Waren sie traurig? Und das hat man untersucht und hat ganz standardisiert untersucht. Also wie war das 30 Minuten vorher? Gab es Trauer, Ärger, Stress, Ungeduld, Sorgen oder Hunger? Und hat untersucht, was kann Vorhofflimmern beeinflussen? Wir reden hier nicht von einer Hungersnot, sondern wir reden vielleicht von Hunger, weil das Abendessen noch nicht auf dem Tisch steht. Also das ist schon ein Unterschied, ne? Also da muss man ein bisschen differenzieren. Was denken Sie, wenn ich mal fragen darf, was könnte was damit zu tun haben mit dem Auslösen von Vorhofflimmern? Ärger, Glück, Ungeduld? Was meinen Sie?
Ungeduld. Sind Sie schon auf dem richtigen Weg? Also wenn wir gucken, was alles da im Zusammenhang war, dann kann man das hier mal anschauen. Dann sieht man, was ist signifikant. Also das war die Traurigkeit, das war der Ärger, Stress, Ungeduld und Sorgen. Nicht der Hunger. Und das Glück tatsächlich, und das ist eine kleine Studie, es gibt eine größere Studie, die das auch zeigt, Glücksgefühle oder glückliches Empfinden galten sogar hier als schützend. So. Das Gleiche hat man gemacht, indem man das tagsüber, indem es tagsüber gemessen wurde und dann am nächsten Tag, also am Abend, das zusammengefasst wurde in Protokollen und am nächsten Tag gefragt wurde, wie waren die Emotionen vom Vortag? Also, wenn die Emotionen vom Vortag eine gute Stimmung waren, Traurigkeit, Ärger, Stress, Ungeduld, Sorgen. Sie müssen sich vorstellen, es sind natürlich super viele Daten, die man dann sammelt, weil das wird dann stündlich aufgeschrieben und wird zusammengesammelt. Also es ist eine große Datenmenge, die da erhoben wurde. Und ich habe diese Faktoren mal eingefasst, aber ganz wichtig waren hier der Stress am Vortag, der Vorflimmern am Folgetag erhöht hat das Risiko. Und wir sehen, dass der Ärger ein Faktor ist, der noch signifikant ist, also Ärger und Stress, die gute Stimmung aber nicht. Mal ganz platt, das ist natürlich was, was man sich so vorstellt, aber ich bitte Sie zu bedenken, dass das kleine Studien sind. Ich würde Ihnen aber auch noch ein, zwei größere Studien vorstellen. Also hier gibt es zum Beispiel eine Studie über 6.000 Teilnehmerinnen. Da haben 6.000 Menschen mitgemacht. Und da ging es eigentlich um Arteriosklerose und dann hat man andere Dinge noch untersucht. Und die waren alle am Anfang, hatten die kein Vorflimmern. Und dann hat man die tatsächlich 13 Jahre lang untersucht, also eine sehr lange Zeit, sehr sorgfältig. Und hat dann festgestellt, in 13% tritt Vorflimmern auf. Also von diesen über 6.600 Teilnehmerinnen. Und hat dann aber darum gebeten, dass neuropsychologische Testungen gemacht wurden. Also die Testung zu Depression, die Testung zu Ärger und die Testung zu Stress. Da gibt es also quasi richtige Skalen. Also dass man sagen kann, das Stressempfinden oder das Stresserleben ist sehr, sehr hoch. Die depressiven Symptome oder die Depression ist höher. Das ersetzt alles keine Diagnose bei einem Facharzt. Aber es zeigt zumindest, welche Gefühle hier eine Rolle spielen können. In der Studie war es jetzt so, dass vor allem die Depression und die depressiven Symptome, und zwar die Anzahl auch, dass die klar mit einem höheren Risiko für Vorflimmern verbunden waren. Also die depressiven Symptome mit dieser Skala oder die Depression als Ganzes, also einzelne depressive Symptome, Niedergeschlagenheit, Traurigkeit, weniger Antrieb, Freude und Interesselosigkeit, dass solche Symptome damit verbunden waren, aber auch das Gesamtbild einer Depression. Und warum ist das wichtig? Weil das natürlich auch das hat auch medizinische Konsequenzen insofern, als dass man sagt, dass depressive Symptome, können Sie sich vorstellen, wenn Sie depressiv sind, ist natürlich auch das Verhalten ein anderes. Also allein so Dinge, dass man sagt, wie ist der Antrieb, kann noch was für die Gesundheit getan werden? Und meistens wird es sehr vernachlässigt. Und das kann auch das Wiederauftreten von Vorflimmern nach Kardioversion und Katheterablation von den Behandlungen, die Sie gerade gehört haben, erhöhen. Und auch per se können das Risiko von Komplikationen bei Vorflimmern erhöhen. Jetzt ist ein Punkt, und das ist immer ein interessantes Thema, dass ich denke, bei den Alex Talk, die bisher waren, haben wir ganz oft auch Erkrankungen, bei denen die Frauen so ein bisschen, muss ich sagen, stärker betroffen sind. Bei der Depression, bei Autoimmunität. In dem Fall hier ist, wie Frau Wassmer schon erzählt hat oder berichtet hat, sind die Männer mehr betroffen. Und tatsächlich gibt es eine riesige Frauengesundheitsstudie. Aber es gibt noch nicht ausreichend Studien, um das Ganze zu belegen, den Zusammenhang Psyche, Vorflimmern bei Frauen. Also das muss ich dazu einschränkend sagen. Es sind alles Ausschnitte aus der Forschung, die ich Ihnen jetzt vorstelle und die man durchaus kritisch diskutieren kann. Die Frauengesundheitsstudie hat Frauen untersucht, ohne Herzerkrankung zu Beginn, ungefähr im Durchschnittsalter 45 Jahre. Es waren an Teilnehmern 30.000, also 30.700 und mehr, das ist eine stattliche Zahl, muss man sagen. Die waren alle in Gesundheitsberufen tätig und daraus wurden viele, viele Daten generiert, auch zu anderen Erkrankungen.
Man hat Fragebögen jetzt zum Thema Depression jährlich gegeben, hat jährlich medizinische Berichte eingeholt bei Vorhofflimmern, bei dem Auftreten, hat nach Antidepressiva gefragt und hat festgestellt, bei über 770 Frauen ist im Verlauf dieser Zeit, über 10 Jahre, ist Vorhofflimmern aufgetreten. Und die Fragebögen waren folgendermaßen, die haben sich sehr auf die Stimmung bezogen. Ich zeige die Ihnen jetzt einmal. Das ist ein Kurztest zur allgemeinen psychischen Gesundheit. Das sind nur ganz wenige Fragen. Ich habe die mal hier übersetzt, weil es war eine amerikanische Studie. Wie oft waren Sie glücklich in den letzten 4 Wochen? Kann man ankreuzen, immer oder niemals oder irgendwas dazwischen? Wie oft waren Sie ruhig oder peaceful, friedlich? Wie oft waren Sie nervös? Wie oft waren Sie niedergeschlagen und traurig? Wie oft waren Sie so niedergeschlagen, dass nichts Sie aufheitern konnte? Und das ist natürlich schon ein Hinweis, ob jemand depressive Symptome hat oder nicht. Keine Frage, das ist also ein Kurztest, in dem es gesehen wurde. Und da war es sehr interessantes Ergebnis und es hat auch Furore gemacht. Aber natürlich gibt es immer noch zu wenig Studien, dass in dieser Studie die Ergebnisse so waren, dass depressive Symptome standen bei Frauen in keinem Zusammenhang mit dem Risiko, Vorhofflimmern zu entwickeln. Also anders als bei Männern. Da wird schon geschmunzelt. So. Frauen, die angaben, sich einige Male oder die meiste Zeit glücklich gefühlt zu haben, hatten ein geringeres Risiko, Vorhofflimmern zu entwickeln. Also wieder den schützenden Faktor. Das klingt nach Plattitüden. Aber ich glaube, worum es mir wirklich hier geht, ist, einen Blick zu schärfen, dass durchaus jetzt der weibliche und der männliche Organismus, jetzt natürlich wissen wir um die Verschiedenheit, aber auch gerade, was Sympathikotonus, also die Fluchtreaktion, die Aktivierung und Parasympathikus, hormoneller Status, dass es alles einwirkt, Cortisol-Level, die Stresshormon-Level, dass die unterschiedlich sind und man geht davon aus, dass da auch Unterschiede begründet sind. Eine vorletzte Studie noch, die ich Ihnen zeigen will, die jetzt leider auch jetzt sich auf Männer fokussiert. Ich sage deswegen leider, weil die Männer leider nicht so gut wegkommen, aber ich möchte es ein bisschen erklären dann. Das ist die Framingham-Studie. Das sind über 1700 Männer, 1900 Frauen gewesen, Durchschnittsalter 48. So. Und auch da hat man sich auf die Frage fokussiert, unter anderem, wie ist da der Zusammenhang, wenn man das 10 Jahre untersucht, mit dem Auftreten von Vorhofflimmern, mit der Persönlichkeitsstruktur? Man hat so ganz alte Modelle genommen, also die auch nicht mehr ganz so immer aktuell sind. Also man hat in den 50er Jahren, haben Kardiologen festgestellt, es gibt also die Persönlichkeit, die eher so, man muss sagen, eher schnell ärgerlich wird, schnell misstrauisch ist, eher feindselig. Früher hat man noch gesagt, wettbewerbsorientiert, so die anstrengenden Chefs, muss man sagen, ne? Also alles kontrollieren, dass das ist so eine Art Typ A ist. Und es gibt dann natürlich noch den Typ B, C, D, dann andere Persönlichkeitsstrukturen haben. Und man hat die Risikofaktoren für Vorhofflimmern natürlich mit berücksichtigt. Man hat festgestellt in der Studie mal ganz platt, dass Wut und Feindseligkeit, also wirklich diese beiden Faktoren, Wut und Feindseligkeit waren prädiktiv, das heißt vorhersagend für das Auftreten von Vorhofflimmern innerhalb von 10 Jahren bei männlichen Studienteilnehmern. Das heißt nicht, dass Frauen nicht wütend und feindselig sein können, aber es gibt offensichtlich einen anderen Mechanismus, der da eine Rolle spielt. Früher hat man auch noch gesagt kompetitiv. Weiß man Näheres darüber, über diese anderen Mechanismen? Ja, genau, ich komme da gerade mal drauf gleich, das ist eine ganz wichtige Frage. Also es wird viel diskutiert, also wie ich schon gesagt habe, der Sympathikotonus, die Reaktivität, Cortisol-Level, Stresshormon-Level im Blut, obwohl Frauen suszeptibler sind für Depressionen, also das ist natürlich auch was. Aber ich komme auf die Mechanismen in den letzten Dias jetzt hier zu sprechen. Dieses Dia haben Sie schon mal gesehen bei Frau Professor Wassmer, also Sie haben gesehen, dass Stress und Vorhofflimmern, das ist nicht nur eine Einbahnstraße, denkt man, diskutiert man, sondern dass durchaus auch Stress nicht unbedingt ein positiver Faktor ist bei Vorhofflimmern. Und nochmal, Stress ist ganz individuell, ist für jeden anders. Wir reden jetzt natürlich, Erdbeben wird niemand von Ihnen als ein positives Ereignis erleben. Aber für den einen ist zum Beispiel viel Gartenarbeit sehr erholsam und für den anderen ist es der totale Stress. Und es kann auch in einer beruflichen Situation sein. Also es ist ganz wichtig, was man sich anschaut. Aber die Faktoren, die vorhin auch schon diskutiert wurden, die wir hier sehen, die sind gültig für beide, die werden beeinflusst durch das Vorhofflimmern, können das induzieren oder sind damit beteiligt als induzierende Faktoren, aber auch für Stress. Das heißt,
Alkohol, Rauchen, Diabetes, Übergewicht spielen eine Rolle, zusammengefasst im metabolischen Syndrom, Übergewicht, Diabetes. Aussetzer des Atmens beim Schlafen spielt eine Rolle, Bluthochdruck. Und auch das ist alles bei Stress, kann durch Stress verstärkt werden und verstärkt auch umgekehrt den Stress. Und jetzt hier oben kommen alle möglichen Dinge, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Das ist das, was sich auf Ihre Frage bezieht, dass wirklich die Erregungsüberleitung, dass man sagt, da hat man Faktoren, die da eine Rolle spielen, Sympathikotonus, aber auch, wenn Sie Stress haben, viele Menschen reagieren nicht so, dass das schon Stress lindert, sondern sie denken, naja, dann trinke ich mal ein bisschen mehr, dann ist es entspannt. Oder man schläft weniger, um mehr zu arbeiten oder vielleicht den Stress zu reduzieren. Oder es wird mehr geraucht. Und das sind natürlich wieder Dinge, die inklusive auf die Stressachse einwirken. Und es gibt Entzündungs- und entzündliche Prozesse, die da auch eine Rolle spielen. Die sind für das Immunsystem auch hochrelevant. Dann hängt es davon ab, wie ist die Persönlichkeit, also alte Bezeichnung Typ A, wie wird der Stress verarbeitet, also wie sind Ihre persönlichen Voraussetzungen, dass Sie mit Stress umgehen können, wie ist die Qualität des Lebens, wie ist die psychische Gesundheit, wenn man natürlich, es ist völlig klar, wenn eine langjährige Depression besteht und dann kommt Vorflimmern dazu, das ist natürlich kein Faktor, der dann die Depressionsbehandlung erleichtert. Dann ist natürlich die Symptomschwere auch etwas, was dazukommt, je nachdem, wie die Stressinduktion ist und das Vorflimmern. Jetzt fragt man immer beim Alex-Talk, ja, was kann man denn tun? Also was können Sie alle, was können wir alle tun, um Stress zu vermeiden? Auch das liest man überall. Ich will Ihnen nur zeigen, zu was es überhaupt Studien gibt, spezifisch bei Vorflimmern. Eine ganz anerkannte Möglichkeit, Stress zu reduzieren, ist Achtsamkeit. Achtsamkeit ist in aller Munde, achtsamkeitsbasiert. Ehrlicherweise muss man sagen, diese achtsamkeitsbasierte Stressreduktion, da gibt es keine einzige Studie dazu. Es gibt super viel zu Herzinfarkt, es gibt ganz viel zu kardiovaskulären Risikofaktoren, es gibt ganz viel zu anderen Erkrankungen, es gibt nichts zu Vorflimmern. Akupunktur, eine Studie, wenig Probanden, ist nicht. Keine saubere Studie, muss man sagen. Yoga gibt es immerhin 3 Studien. Eine ist tatsächlich randomisiert, bedeutet auch mit richtigen Kontrollen und so weiter. Das bedeutet aber nicht, dass Sie jetzt alle Yogi werden müssen. Das ist vielleicht zu viel verlangt, auch wenn es in aller Munde ist. Ich möchte Ihnen jetzt heute ein neues Mitglied der Alexiana-Mitarbeiter vorstellen. Das ist Oskar. Wenn Sie mit Oskar durch die Gegend gehen, steigt garantiert die Stimmung und der Stress wird reduziert. Oder wenn Sie das mit Ihrem Hund machen und dann am Aasee verharren. Tatsächlich gibt es eine riesige Studie, wo untersucht wird, 12 Jahre Hundebesitz in Single-Haushalten oder Mehrpersonenhaushalten über 12 Jahre, reduziert den plötzlichen Herztod. Wenn man alles andere versucht rauszurechnen, also Risikofaktoren, in Single-Haushalten, in dieser 3-Millionen-Kohorte von 3 Millionen Menschen immerhin, ist der Hundehalter zumindest von kardiovaskulären Erkrankungen besser geschützt. Aber von Vorflimmern wissen wir nichts. Vielleicht können Sie selbst mal probieren, bei Bekannten oder so weiter. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich bin am Ende angelangt. Ah, klasse. Wir haben schon einige Fragen von unseren Zuschauern und Zuschauerinnen online gehört, aber ich würde Sie auch gerne einbeziehen. Vielleicht stellen Sie erste Frage, Sie bekommen auch erst ein Mikro. Prima. Ja, vielen Dank. Eine Frage an Frau Wassmer. Und zwar zu diesen Kreiserregungen. Warum Kreis? Das hat mich die ganze Zeit beschäftigt. Warum ist das im Kreis? Das könnte doch auch eine Ellipse sein oder wie so ein Unendlichzeichen oder ein Dreieck. Und Kreis ist ja auch, das hört sich so zweidimensional an. Ist das zweidimensional oder ist das auch im Raum? Und eine andere Frage. Vielleicht erst einfach nur eine Frage. Ja, die gehören aber alle zusammen. Ich kann mir das merken. Gut. Und zwar ist auch die letzte. Und zwar, eine Kreisbewegung ist ja eine Bewegung um so einen Nukleus. Und dieser Nukleus ist hat der ein Muster? Oder ist der ganz chaotisch? Und vielleicht betrifft das beide, kann man gleich viel, sowas. Mhm. Vielen Dank.
Also, ich leg mal los, ne? Also, das ist ja eine Vorstellung, wie so eine Rhythmusstörung läuft. Ich hatte das ja an dem Schema gezeigt, nicht? Also, es ist natürlich nicht irgendwie zweidimensional, sondern es ist natürlich, das Herz ist ja auch ein dreidimensionales System, ne? Also, und man zu Vorhofflimmern beispielsweise gab es eine Zeit lang einen Ansatz, dass man so Rotoren gesucht hat. Also da wechselt das dann, dass das mal an einer Stelle mehr verharrt und dann wieder an eine andere Stelle wechselt. Also man hat das auch versucht, mit hochauflösenden Systemen irgendwie aufzuzeigen. Das ist ganz schwierig, weil sich das immer bewegt. Man weiß das von Kammerrhythmusstörung, das ist für ihren Nukleus vielleicht interessant. Also gerade bei so geordneten Rhythmusstörungen ist das bei Kammertachykardien, also Kammerrhythmusstörungen bei Menschen, die beispielsweise einen Herzinfarkt haben, kreist die Erregung tatsächlich um ein Narbenareal, was unterschiedlich groß sein kann. Und dieses Narbenareal besteht teilweise aus tatsächlicher Narbe. Also wenn man das sich angucken würde, würde man dort Bindegewebe sehen. Aber es gibt auch funktionelle Areale. Also das heißt, dass Areale nicht gleichmäßig schnell ihre Erregung weitergeben. Also diese Zellen sind ja alle miteinander elektrisch verbunden und das wandert dann sehr schnell von einer Zelle zur nächsten. Und das ist halt verändert. Und die Voraussetzung für diese Kreiserregung, das sieht man ja, also ist, dass ein Anteil langsamer leitet als der andere. Also die unterscheiden sich in ihren Eigenschaften. Und bei den gutartigen Herzrasen weiß man das sehr gut, dass man, diese Menschen haben ja auch immer die Möglichkeit, Herzrasen zu bekommen, haben das aber nicht immer, weil es die Voraussetzung ist, dass da ein Extraschlag kommt, der genau passend im Intervall ist, dass der schnelle Leitung Leitungsweg in dem Fall nicht mehr leiten kann und es dann diesen langsamen Leitungsweg runterkrabbelt, noch das macht auch noch keinen Herzrasen. Damit das dann sich aufbauen kann, muss der schnellere Anteil wieder rückwärts leiten können. Also bei diesen Rhythmusstörungen kann man sich das noch ganz gut vorstellen. Bei Vorhofflimmern oder auch diesen Kammerrhythmusstörungen ist das natürlich alles viel komplexer. Aber so ist das tatsächlich. Würde jetzt gerne zu einigen Fragen übergehen, die das Publikum zu Hause gestellt hat. Hier ist eine erste Frage an Frau Professor Alfering. Die ist wahrscheinlich am Anfang gestellt worden. Sie haben sie geklärt. Ich lese sie trotzdem vor. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Angsterkrankung und Herzerkrankung? Sie können Ihre Antwort ja ganz kurz gestalten. Ja. Ja, genau, auch bei Vorhofflimmern gibt es wirklich Anxiety. Da gab es sehr viele Untersuchungen, die dann auch zwischen Depression und Angst unterschieden haben. Das ist ja nochmal wichtig, Depression ist ja nicht gleich Angst. Und da ist Anxiety selbst auch mit bestimmten Skalen getestet worden und da gab es einen Zusammenhang. Ja. Also auch wenn grundsätzlich eine Angststörung bestanden hat vorher. Eine weitere Frage an Sie. Ist es richtig, dass emotionaler Stress, ausgelöst zum Beispiel durch Trennung, Streit in der Familie, Verlust eines Partners, mehr ans Herz geht als zum Beispiel der sonstige, zum Beispiel beruflich verursachte Stress? Da sind wir wieder bei dem individuellen Stressempfinden und da sind wir wieder bei dieser Ampel und dass man sieht, wie ist der Mensch? Also das kann man pauschal nicht so sagen. Für den einen ist ein beruflicher Stress belebend, für den anderen ist es der Killer und für den anderen ist ein privater Stress, ist glaube ich für alle schwierig, aber was ist Stress? Also viele Menschen empfinden es als Stress, an Weihnachten von einem Familienangehörigen zu den anderen zu fahren. Andere finden es belebend, sich wieder zu treffen. Also das kann man nicht pauschal sagen. Das hängt ein bisschen von der Persönlichkeit ab. Also man kann nicht sagen, dass ein stabiles, häusliches, glückliches Umfeld einen immuner macht gegen Stress. So rum schon. Also sowohl ein zufriedenstellendes berufliches ein Berufsleben als auch ein privates Leben. Natürlich wir haben es ja gesehen, Happiness oder Happy ist, hat einen protektiven Faktor. Also rein von den Studien her. Aber es kann schon ein bisschen immunisieren, Stressfaktoren aus anderen Ebenen als sehr belastend zu empfinden. Sagen Sie, wie meinen Sie es immunisieren? Also wenn man, als Immunologin ist Immunisierung, als, wenn man immer gleich an. Privat sich in einer sehr glücklichen Situation befindet, macht einen das etwas immuner. Ja, auch da gibt es. In den Abwehrkräften. Absolut. Und auch da gibt es interessante Studien, also zum Beispiel Einzelleben, Paarleben, Eheleben, schlechte Ehe, gute Ehe. Das ist auch bei Frauen und Männern unterschiedlich. Mhm. Also bei Männern ist das jetzt ein bisschen pauschal gesagt, aber tatsächlich so, dass da die Toleranzschwelle oft, also das kann man auch was in Stress erleben, weiß man auch in einer Ehe, wo man sagen würde, naja, das ist vielleicht, wie würden Sie die selbst einschätzen? Aber bei Frauen ist oft ein Eheleben, das schwieriger ist, belastender als bei Männern kein Eheleben. Also das hängt aber wirklich ganz, ganz individuell vom einzelnen Menschen ab. Ja. Das klingt alles sehr, sehr nach Küchenpsychologie. Also deswegen entschuldigen Sie, das ist so zu
wenig differenziert. Den Vorwurf kann ich aushalten. Ich verstehe ihn auch. Nein, ich meine jetzt meine Erklärung. Ja, natürlich. Eine Frage an Sie, Frau Professor Wassmer. Inwieweit ist der Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe wichtig, also bei Vorhofflimmern und anderen Herzerkrankungen? Würden Sie das empfehlen? Ich würde sagen, es kommt auch auf die Herzerkrankung an und auch auf die Einzelperson. Also für den einen ist das hilfreich, sich austauschen zu können. Das gilt natürlich insbesondere auch für Menschen, die etwas haben, was jetzt nicht so verbreitet ist, wo es sehr hilfreich ist, sich mit Betroffenen auszutauschen und sich gegenseitig Tipps zu geben. Da glaube ich, ist das ausgesprochen hilfreich. Vorhofflimmern ist eben ja sehr verbreitet. Und ich hätte auch immer so ein bisschen dann die Sorge, dass man auch sehr darum kreist, also dass man das sehr in seinem Leben betont. Aber ich glaube, das muss jeder selber wissen. Für den einen ist das sehr, sehr hilfreich und für den anderen vielleicht weniger. Dazu passt sicherlich auch diese Frage, die lautet, muss jede Herzrhythmusstörung behandelt werden? Das kann man mit Nein beantworten. Nein, also ich hatte ja versucht auch darzustellen, dass es sich nicht um bedrohliche Dinge handelt. Also es gibt natürlich bedrohliche Rhythmusstörungen, aber extra Schläge zum Beispiel müssen nicht zwingend behandelt werden. Da muss man immer den Einzelfall prüfen und gucken, liegt eine Herzerkrankung zugrunde? Wie sehen überhaupt diese extra Schläge beispielsweise aus? Also das kann man nicht so pauschal beantworten. Aber nein, nicht jede Rhythmusstörung muss behandelt werden. Wir haben hier noch eine etwas längere E-Mail. Ich lese die mal vor. Wendet sich auch an Sie. Meine erstens selten auftretende, nächtliche, mich beunruhigende Vorhofflimmerattacke hatte ich mit ca. 67 Jahren unter empfundenem seelischen Stress und fuhr nachts ins Krankenhaus. Mit Beta-Blocker habe ich nun, ich werde das vermutlich falsch aussprechen, weil ich die Medikamente nicht kenne, habe ich nun Flecainid. Klingt bei Ihnen. Das ein Rhythmusmedikament. Aus Ihrem Munde viel besser. Als Pill in the Box, nur dreimal gebraucht und täglich ASS 100 Milligramm. Ich bin nun 77 Jahre alt, wiege 60 Kilo, bei einer Größe von 1,64 Meter, habe Blutdruck Normalwerte, sportlich aktiv und bin selbstständige Apothekerin im Ruhestand und was meine Gesundheit und mein Umfeld angeht, sehr gelassen. Und jetzt die Frage. Meine Frage nun, ob ich damit, was Risiko und Nutzen angeht, die richtige Vorsorge mache. In diesem Fall eine ständige Blutverdünnung zu machen, hielte ich für übertrieben. Ich stehe mit befreundeten Ärzten privat in der Diskussion, kenne die statistischen Zahlen, was ein Schlaganfallrisiko betrifft, was ich in meiner Familie nicht zeigte, trotz erhöhter Cholesterinwerte und dem Erreichen eines sehr hohen Alters. Sport mit hohen Wattzahlen an Geräten im Haus des Sportes tut mir gut, ohne Vorhofflimmern auszulösen. Also Ihre Frage lautet, ist das die richtige Vorsorge? Das kann man klar mit Nein beantworten. Also diese Dame hat einen CHEDS-Score von 3, von dem, was wir jetzt aus dieser E-Mail wissen. Also sie ist 77 Jahre alt, also 2 Punkte fürs Alter, 1 Punkt fürs Geschlecht. Und damit hat sie eine eindeutige Empfehlung für eine Blutverdünnung. Aspirin ist seit 15 Jahren mindestens aus den Empfehlungen verschwunden. Das Blutungsrisiko unter Aspirin ist im Vergleich zu den Blutverdünnern wie Marcomar, was man früher genommen hat. Jetzt gibt es sie heißen immer noch Nuax, neue orale Antikoagulantien oder Doax, die direkten oralen Antikoagulantien. Das sind 4 Präparate, die man einnehmen kann, wo keine Gerinnungsmessungen notwendig sind, die dem Aspirin erheblich überlegen sind im Schutz vor dem Schlaganfall bei einem vergleichbaren Risiko für Blutung. Das ist ja das, wo viele Menschen sich davor fürchten. Das ist eine ganz eindeutige Empfehlung zur Blutverdünnung. Muss man ihr sehr nah ans Herz legen. Sich zum Arzt zu begeben und die empfohlene Therapie zu machen. Ja. Jetzt eine letzte Frage und dann würde ich Ihnen gerne Gelegenheit wieder geben, Fragen zu stellen, sofern Sie welche haben. Kann man den Unterschied zwischen Vorhofflimmern oder Flattern genau feststellen? Ja, das kann man im EKG unterscheiden. Also man kann es halt im Anfalls-EKG sehen, also wenn jemand mir 2 EKGs vorliegt, kann man sagen, das eine ist Vorhofflattern, Vorhofflimmern. Das erkennt man daran, wie die Vorhofaktivierung läuft. Man kann sogar noch häufig auch sagen, ob es sich um ein typisches Vorhofflattern im rechten Herzvorhof handelt oder auch, wenn das EKG-Bild nicht so ganz so typisch ist, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eher um ein atypisches Vorhofflattern, also wo dann die Kreiserregung anders verläuft. Das ist nicht hundertprozentig, aber zwischen Vorhofflattern und Vorhofflimmern kann man definitiv unterscheiden. Ich würde Ihnen jetzt gerne Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Ja, bitte. Aber warten Sie ganz kurz, bis Sie das Mikrofon haben, dann kann man Sie besser verstehen. Ich
Also zu dem letzten, was Sie gesagt haben, kann man auch eindeutig die Extraschläge von dem Vorhofflimmern unterscheiden? Als Patient nicht. Also was man als Patient merkt, ich habe ja gesagt, dass die Beschwerden, die Bandbreite der Beschwerden ist ausgesprochen unterschiedlich. Also viele Menschen haben beispielsweise Extraschläge, zum Beispiel mein Vater, die er gar nicht merkt. Manche merken einfach, dass das Herz unregelmäßig schlägt. Das empfinden sie dann auch oft als sehr unangenehm, weil es einmal wie so ein Paukenschlag ist und danach kommt dann eine Pause. Das ist normal, aber manche denken dann, Gott, jetzt bleibt mein Herz gleich stehen. Das ist aber nicht so. Und wenn das, je nachdem, wie häufig diese Extraschläge sind, kann es natürlich in der Summe zu einem unregelmäßigen Herzschlag führen. Und dann können sie das nicht unterscheiden, ob das jetzt wo Flimmern oder Extraschläge sind. Das würde man dann anhand des EKGs unterscheiden. Also manche Patienten können auch nicht zwischen Vorhofflimmern und Vorhofflattern unterscheiden. Manche beschreiben einen ganz klaren Unterschied. Ob das immer so stimmt, das muss man auch in Frage stellen, weil eben wir wissen, dass Menschen, die Vorhofflimmern haben, was sie merken, auch Phasen von Vorhofflimmern haben, die sie nicht merken. Und deswegen ist das kein so ein sicherer Faktor. Aber die Beschwerden spielen halt bei der Behandlung vor allem auch eine Rolle. Sie haben sich gerade gemeldet und bekommen sofort das Mikrofon. Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie es eben gesagt und ich habe es nicht richtig mitgekriegt, aber ich wollte noch mal wissen, beeinträchtigt denn Vorhofflimmern letzten Endes die Langlebigkeit oder nicht? Oder doch, also erhöht das im Grunde genommen die Möglichkeit, früher zu sterben oder hat man die Chance, früher zu sterben? Ja, das ist so. Also die Sterblichkeit ist erhöht. Man muss aber sagen, Vorhofflimmern ist nicht nur eine Rhythmusstörung. Also Vorhofflimmern findet man eben sehr häufig auch bei Herzerkrankungen. Und Vorhofflimmern ist eben auch Ausdruck einer Erkrankung der Herzvorhöfe oder manchmal auch des gesamten Herzens. Und diese Grunderkrankung geht mit einem erhöhten Risiko einher. Die Leitlinien wurden schon mal erwähnt von 2020. Zeitgleich mit diesen Leitlinien ist eine Untersuchung veröffentlicht worden, die sich Patienten gewidmet hat, bei denen man relativ kurzfristig erst das Vorhofflimmern festgestellt hat und hat dann geguckt, wie, wenn man das, den Rhythmus versucht, frühzeitig zu erhalten, ob die davon profitieren. Man hat diese Frage, die ist natürlich, brennt jedem unter den Nägeln, was bedeutet das für die Prognose, die wird natürlich schon sehr häufig gestellt und versucht, dass man sich dieser Sache nähert. Bisher konnte dieser Unterschied des Nutzens eines Rhythmuserhaltes nicht gezeigt werden. Diese Studie ist jetzt die erste, die einen prognostischen Vorteil eines frühen Rhythmuserhaltes gezeigt hat. Und es gibt inzwischen, also wie gesagt 2020, zahlreiche Unterstudien dieser Studie, wo man dann versucht hat, das rauszuarbeiten, wer profitiert denn davon. Also man kann sagen, Patienten mit und ohne Beschwerden profitieren gleich. Und besonders profitieren die Menschen, bei denen es gelingt, den Rhythmus zu erhalten, was eben bei weitem nicht bei allen der Fall ist. Also das hängt damit zusammen, welche Grunderkrankung vorliegt, wie weit das Vorhofflimmern fortgeschritten ist, von diesen diversen Risikofaktoren, die ich genannt habe. Und selbst bei Herzgesunden mit anfallsweisem Vorhofflimmern ist ja auch dieser Kathetereingriff nicht mit einer hundertprozentigen Erfolgswahrscheinlichkeit verbunden, sondern die liegt mehr so in der Größenordnung von 80 bis 90%. Also die profitieren und es profitieren diejenigen, die einen höheren CHA2DS2-Score haben, also das heißt diejenigen, die mehrere dieser Risikofaktoren, die auch für den Schlaganfall eine Rolle spielen, auf sich vereinen, also ungefähr einen Score von 4, die profitieren auch. Und das macht ja auch alles Sinn, wenn man es zusammennimmt, ne? Denn das sind diejenigen, die vielleicht auch einfach gesünder sind, wo es gelingt, den Rhythmus zu erhalten. Und das ist natürlich immer die Voraussetzung. Also wenn es nicht funktioniert, dann können sie natürlich auch nicht profitieren. Also das ist ganz schwierig, ne? Aber trotzdem muss man eben sagen, Vorhofflimmern an sich ist jetzt ja kein, also keine lebensbedrohliche Sache, ne? Und wenn das alles gut behandelt wird, kann man auch mit Vorhofflimmern ein sehr stattliches Alter erreichen. Und 77 ist noch kein stattliches Alter, nicht? Und gerade bei den Älteren wird das natürlich auch immer noch häufiger, ne? Weil die sozusagen wie Falten im Gesicht, kriegt man halt auch Falten im Vorhof und dann kriegt man auch Vorhofflimmern. Ich habe gerade auf die Uhr gesehen, wir enden gerne maximal um 7:30.
wenn es Ihnen recht ist. Sie kommen gleich noch dran. Sie hatten auch noch eine Frage. Ne? Ich würde gerne eben noch einige Fragen stellen, die aus vom Publikum zu Hause kommen. Eine Frage an Frau Professor Alfering. Werden psychisch kranke Herzpatienten in Ihrem Hause adäquat versorgt? Und wer in Ihrem Hause nimmt sich dieser Patienten an? Arbeiten Sie dabei auch mit Kardiologen zusammen? Ja, ich wäre eine schlechte Mitarbeiterin der Alexianer, wenn ich jetzt sagen würde, nein. Ich denke und hoffe ja. Also wir haben ein großes Augenmerk drauf und wir haben auch in der Grand Psychiatrie da Experten, die draufschauen. Wir haben eine enge Zusammenarbeit mit den Kardiologen, sind da sehr dankbar. Und ich glaube, es stellt sich auch heute Abend dar, wie gut die Kooperation ist. Sonst wäre so eine Veranstaltung gar nicht möglich. Mhm. Und ich glaube, das ist ja auch Ausdruck dessen, dass so zwei wirklich eigentlich vermeintlich sehr getrennte Disziplinen so zusammenkommen. Und es macht ja auch Sinn. Also das haben wir heute Abend, denke ich, schon gesehen von dem, was es an Daten gibt. Und ich würde das frank und frei mit Ja beantworten. Und ich habe nicht daran gezweifelt. Wenn es einen Zweifel gibt, sehr gerne, kann sich jeder an uns wenden. Ich denke, dass das auch nicht so gemeint war. Nein, aber es ist eine wichtige Frage, weil es gibt natürlich Interaktionen. Ja. Antidepressiva und andere Medikamente haben natürlich eine Auswirkung auf QT-Zeit, Herzrhythmus, alles. Das ist eine sehr wichtige Frage. Mhm. Eine Frage an Frau Professor Wassmer. Eine sehr individuelle Frage. Ein Herr, 70 Jahre alt, im Herbst vergangenen Jahres hat er die Diagnose Vorhofflimmern erhalten. Ein Kardiologe hat zu den Blutdrucksenkern einen Blutverdünner und einen Beta-Blocker verschrieben. Puls zwischen 57 und maximal 69. Herzschläge morgens? Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was das bedeutet. Blutdruck zwischen 130 und 145 zu 80 zu 90. Frage, ist bei mir ein Kathetereingriff sinnvoll? Ich nehme an, dass Sie jetzt nicht sagen werden. Ist keine falsche Antwort. Also die individuelle Beratung ist immer hilfreich. Ja. Grundsätzlich hört sich das erstmal alles gut an. Also alles, was ich eben auch erwähnt hatte, die Blutverdünnung, der Beta-Blocker zur Symptomlinderung. Der Blutdruck könnte vielleicht noch etwas verbessert werden, wenn das häufiger so über 130 ist, könnte man das noch etwas weiter senken. Die Herzfrequenz ist auch völlig in Ordnung und ja, der Rest ergibt sich dann aus der Symptomatik, aus der Herzerkrankung, also da müsste man dann doch die Befunde etwas genauer kennen. Ja, aber ich hoffe mal, dass der Kardiologe den Patienten auch diesbezüglich beraten hat, sonst... Sollte er das vielleicht noch nachholen. Einfach noch mal Fragen stellen in dieser Hinsicht. Noch eine Frage an Sie. Schränken Beta-Blocker auch die körperliche Leistungsfähigkeit ein? Wenn ja, wie kann man dann seine körperliche Leistungsfähigkeit steigern? Weil ja auch Bewegung für die psychische Gesundheit sehr wichtig ist. Also Beta-Blocker haben ja in Patientenkreisen häufig einen relativ schlechten Ruf, also insbesondere bei männlichen Patienten. Und wichtig ist, dass man halt nicht zu hoch einsteigt mit der Dosis und auch etwas Zeit gibt, sich an den Beta-Blocker zu gewöhnen. Viele Patienten nehmen ja einen Beta-Blocker und kommen damit auch gut zurecht. Manchmal werden ja Medikamente auch so als Feinde betrachtet, während Alkohol und Zigaretten häufig weniger als Feinde betrachtet werden oder die Pizza. Also das muss man vielleicht auch nochmal kritisch hinterfragen. Aber also klar, das kann sein. Der Beta-Blocker senkt halt die Herzfrequenz und kann auch dadurch die Belastbarkeit einschränken. Das müsste man eben prüfen. Also es gibt halt natürlich auch noch Alternativen. Jetzt, wenn es um die Frequenzbremse geht, kann man auch Calcium-Antagonisten einsetzen, die das etwas weniger machen als Beta-Blocker. Aber Wir haben vom Publikum zu Hause noch zwei kurze Fragen. Nochmal an Sie. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Schilddrüse und Vorhofflimmern? Ja, den gibt es auch. Also die Schilddrüsenfunktion muss überprüft werden und auch behandelt werden, wenn das da Veränderungen gibt. Und die letzte Frage lautet, ist Viagra auch ein zulässiger Blutverdünner? Nein. Schöne Frage zum Abschluss. Es gab aus dem Publikum noch zwei Fragen. Ja. Guten Abend. Ich habe für beide Gebiete eine Frage. Zum einen die Frage, diese Blutverdünner. Wie ist das bei Schlaganfällen? Meine Eltern haben beide einen Schlaganfall erlitten durch Gehirnblutungen, das heißt durch brüchige Adern teilweise. Und was macht dann ein Blutverdünner? Ist das ein Risiko?
Das ist eine ganz wichtige Frage. Also erstens an Ihrer Darstellung wird schon klar, dass Hirnblutungen aus unterschiedlichen Ursachen geschehen können. Also sie können durch einen Unfall auftreten oder auch atraumatisch, also einfach, es kann spontan zu einer Blutung kommen. Sie haben die brüchigen Gefäße an, oder gibt es auch Gefäßfehlbildungen, die unterschiedliche Hirnblutungen auch machen können. Ja, Blutverdünner erhöhen das Blutungsrisiko. Und das ist auch das, wofür wir uns natürlich mehr sorgen. Also viele Patienten haben die Vorstellung, wenn sie sich im Küchenmesser mal schneiden, dass sie dann halt sehr stark bluten können. Das ist nicht die Sorge, die wir haben, sondern es geht tatsächlich da um Hirnblutungen. Wichtig ist in dem Zusammenhang, dass das Risiko für einen Schlaganfall durch einen Gefäßverschluss um ein Vielfaches höher ist als das Risiko für eine Hirnblutung. Und gerade mit den genannten NOACs oder DOACs ist das Blutungsrisiko erheblich geringer als beispielsweise mit Marcumar. Deswegen empfiehlt man die auch, sofern das möglich ist, diese Medikamente einzunehmen. Also bei Kunstklappen zum Beispiel kann man eben das nicht machen. Da ist dann wichtig, dass dieser INR-Wert, den man bei Marcumar misst, halt sehr gut eingestellt ist, weil damit auch das Blutungsrisiko gesenkt werden kann. Ja, also natürlich, Blutverdünner erhöhen das Blutungsrisiko, aber der Schutz vor dem Schlaganfall ist um ein Vielfaches höher. Es ist auch so, dass unter einer Blutverdünnung auch die Schwere eines Schlaganfalls durch einen Gefäßverschluss erheblich geringer ist. Also die Sterblichkeit an einem Schlaganfall und auch die Schwerbehinderung, die daraus hervorgehen kann, ist unter Blutverdünnern deutlich geringer. Und es ist sogar so, nochmal ganz zum Schluss Ihrer Frage, wenn jemand eine Hirnblutung hatte und er hat Vorhofflimmern und eine Indikation, also einen Grund für eine Blutverdünnung, so wird diese Blutverdünnung fortgesetzt. Weil der Nutzen dieser Blutverdünnung immer noch da ist, trotz dieses Blutungsereignisses. Also einige Wochen, das muss man mit dem Neurologen besprechen, nach einer Hirnblutung wird die Blutverdünnung wieder genommen. Da gibt es auch sehr gute Daten, also aus Schweden beispielsweise, dass der Nutzen ganz erheblich ist. Und das wird man jedem Patienten empfehlen. Dankeschön. Dann habe ich noch eine Frage zur Psyche. Wie stehen Sie, Frau Professor, zu dem Begriff des Broken Hearts? Tatsächlich weiß man ja, das ist ja eigentlich auch eine Frage auch an Frau Wassmer, das gibt es natürlich schon, das weiß man auch. Und man weiß auch, dass in schweren Katastrophen, Takotsubo ist es, ne? Mhm. Genau, Takotsubo, dass es auftreten kann. Wir hatten unlängst tatsächlich auch eine Patientin, da gab es den Verdacht. Und also ich würde es auf keinen Fall verneinen. Aber ich bin natürlich keine Kardiologin. Ich kann nur sagen, dass selbstverständlich wir wissen, dass schwere, traumatisierende Erlebnisse, und das muss nicht Krieg sein, oder das sind schwerste Verluste, das sind Trauerfälle in der Familie, Verluste, dass die natürlich ein ganz erheblicher Stressor sind. Und Stressoren sind immer auch Induktoren von unter Umständen einer Depression, je nachdem, wie die persönlich gelöst werden oder mit Hilfe eines Therapeuten oder Psychiaters vielleicht angegangen werden können, aber selbstverständlich. Anhaltende Trauerreaktionen, also das wird jetzt auch neu diagnostisch implementiert in das neue Diagnoseschema, also jetzt in ICD-11. Das war vorher noch gar nicht so implementiert, also das ist eine wichtige Frage. Also ich kann es vielleicht kurz beantworten, weil das vielleicht der eine oder andere schon gehört hatte. Diese Takotsubo-Kardiomyopathie ist ein seltenes Ereignis, betrifft mehr Frauen als Männer, deutlich mehr Frauen, meistens in der Postmenopause, und führt dazu, dass die linke Herzkammer so ballonartig, daher kommt auch der Name von so einer Tintenfischfalle aus Asien, die dann, wo dann die Spitze der Herzkammer praktisch nicht pumpt. Es manifestiert sich als Bild eines Herzinfarktes mit ähnlichen Beschwerden, kann auch mit erheblichen Rhythmusstörungen einhergehen, hat sonst eigentlich jetzt nichts mit den bisher besprochenen Rhythmusstörungen zu tun. Das Gute ist, dass sich diese Herzfunktion, ist zwar sehr ein bedrohliches Krankheitsbild in der akuten Situation, aber das erholt sich in der Regel innerhalb einiger Wochen. Und wie gesagt, ist ein seltenes Ereignis, Gott sei Dank. Wir haben jetzt noch eine Frage hier aus dem Publikum und dann habe ich noch zwei vom Publikum zu Hause und dann, wenn Sie erlauben, schließen wir die Runde. Sie hatten eine Frage, ne? Ich habe nur eine bescheidene Frage. Welche Rolle spielt der Herzmuskel dabei? Macht er auch irgendwelche Anstalten, solche Herzgeschichten, die Sie erklärt haben,
hervorzubringen. Die Rhythmusstörung meinen Sie jetzt? Ja, also der Herzmuskel, das ist der Muskelgewebe, und gerade bei Fuhu-Flimmern verändert sich das eben im Laufe der Zeit, und es führt dazu, dass da Bindegewebe zwischen dieser Muskulatur eingelagert wird, und auch mit dem Fortschreiten des Fuhu-Flimmerns verändert sich eben auch die Struktur des Fuhu-Muskelgewebes. Dann gehören auch beispielsweise Herzschwäche, also aus unterschiedlichen Gründen Herzinfarkte, oder auch gibt es ja auch eine Herzschwäche, die entsteht aus anderen Ursachen, wo einfach die linke Herzkammer nicht gut pumpen kann. Auch da ist der Herzmuskel in seiner Struktur verändert. Und diese Herzerkrankungen, also gibt es da noch eine ganze andere, noch eine Reihe anderer, die können natürlich, die begünstigen Fuhu-Flimmern. Ich habe noch zwei individuelle Fragen an Sie. Was kann man tun, wenn die Gabe von Beta-Blockern gegen Vorhofflimmern zu einem Puls von nur noch gut 40 führt? Also bei dem niedrigen Puls ist immer die Frage, ob man das merkt oder ob man das nur auf seiner Pulsuhr festgestellt hat. Wie ich hatte eben schon mal erwähnt, dass wenn man nachts schläft, ist unser Puls auch sehr niedrig, und das ist erstmal kein Problem, solange der Puls ansteigt, wenn wir aktiv werden wollen. Ansonsten muss man eben gucken, warum ist der Puls so niedrig. Manchmal ist ja auch der Sinusknoten nicht gesund, und der wird natürlich durch den Beta-Blocker auch gebremst. Also wenn das zu Beschwerden führt, dann ist man kein guter Kandidat für den Beta-Blocker. Und dann muss man nach Alternativen suchen. Ja. Dann noch diese Frage: Haben Sie einen Tipp, wie ich am besten der leichten Sorge vor dem nächsten Vorhofflimmern und dem Frust über das nächste eingetretene Flimmern am besten entgegenwirken kann? Also aus kardiologischer Sicht würde ich sagen, Sie lassen sich kardiologisch beraten und unternehmen etwas, was diese Rhythmusanfälle in irgendeiner Form unterdrückt. Ja. Vielleicht darf ich als Psychiaterin ergänzen, weil ich glaube, es ist eine Frage an die Psyche auch, dass ich denke, da ist ganz wichtig, dass man sich nicht darauf fokussiert. Und das hat ja auch was mit Angst zu tun und Angstempfinden. Und wenn es zu stark ist, das kann ja manchmal sein, dass dann das eigene Empfinden sehr stark, wann kommt der nächste Anfall und ich traue mich gar nicht mehr aus dem Haus, dann ist schon mal auch vielleicht eine kurze psychotherapeutische Intervention gefragt. Dann tatsächlich vielleicht auch eine Gruppe Menschen, mit denen man sprechen kann. Ja, das ist ein guter Tipp. Wir würden jetzt, muss ich die auch noch machen? Also Sie hatten zwei letzte Fragen, machen wir jetzt. Sie und dann noch, ach wunderbar. Nur eine ganz kurze, wenn das Herz stolpert, kann man dann auch umfallen, ohnmächtig umfallen? Das kommt drauf an, also was das für ein Herzstolpern ist. Also es kann kommen ja welche aus dem Vorhof, manchmal aus der Herzkammer, und es kommt immer auf die Grunderkrankung an. Also bei vielen ist das Herz auch gesund, und dann kann man wie bei meinem Vater nicht umfallen. Das muss man individuell sich angucken. Also es gibt halt da zum Beispiel auch Klappenerkrankungen, die mit diesen Extraschlägen verbunden sein können. Wie die Extraschläge im EKG aussehen, spielt eine Rolle. Es gibt es eben bei Herzgesunden und auch im Zusammenhang mit Herzerkrankungen. Das kann man nicht so pauschal beantworten. Jetzt die tatsächlich allerletzte Frage an Frau Professor Eifering. Zu welchem Arzt, das ist unterstrichen, das ist also von großer Bedeutung, gehe ich am besten, wenn ich wissen will, ob Antidepressiva mit der Herzerkrankung zusammengenommen werden können? Am besten zu einem Psychiater, der auch gut vernetzt ist. Natürlich ist es so, dass wir uns als Psychiater, das ist ja auch eine Expertise, wir wissen, wie die Interaktionen sind von den Medikamenten. Das ist was beruflich einfach dazugehört. Also das heißt, es wird nicht ein Medikament einfach gegeben, ohne zu beachten, welche Co-Medikation ist das. Man muss sagen, das Problem ist einfach, dass viele Menschen kommen mit Medikamenten in die Kliniken, die haben vielleicht 4 Medikamente, dann kommen noch 2 dazu und dann gehen sie wieder raus. Das wird dann nicht mehr abgesetzt, es kommen noch 2 dazu, es wird nicht mehr abgesetzt und es geht immer so weiter. Das ist das große Problem. Wir sehen manchmal Patienten mit 12, 13, 14 Medikamente, wo man die Hälfte wirklich kritisch hinterfragen sollte. Also man weiß, dass die Interaktion von Medikamenten und gerade manche Antidepressiva können sehr stark mit Medikamenten wie auch andere interagieren, dass das was sehr Brenzliches sein kann. Also die Lösung ist nicht, dass man sagt, okay, ich nehme das Medikament dann nicht, setze es plötzlich ab, das ist genauso gefährlich, sondern die Lösung ist wirklich, dass man darauf achtet, dass man sagt, wie ist die Interaktion von den Medikamenten, passen die Medikamente zusammen und welche Medikamente sind verzichtbar. Aber idealerweise nicht in Eigenregie. Ganz, ganz herzlichen Dank. Sie haben das wunderbar gemacht. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Sie waren auch. Danke. Danke Ihnen.
Sie waren ein tolles Publikum und zum Schluss würde ich gerne nochmal, jetzt habe ich natürlich das falsche Zettelchen, darauf hinweisen, dass der nächste Alex Talk am 28. Februar stattfindet. Das Thema ist Autismus und der Experte des Tages ist Thomas Wiebach von der EOS Klinik in Münster. Gute Heimfahrt, schön, dass Sie dabei waren.